Hallo alle zusammen, ich bin die Elke und heute dreht es sich um die Dankbarkeit, die von ganzem Herzen kommt. Überall bekommt man jede Menge Ratschläge und Tipps zum Thema Dankbarkeit und wie wichtig es sei, dankbar für alles Mögliche zu sein, sodass einige von euch jetzt womöglich ein genervtes Seufzen von sich geben und sagen, das schon wieder. Aber wenn ich mir ansehe, was meistens darüber gelehrt und geschrieben wird, muss ich von mir selber sagen, dass ich diese Dankbarkeitsspielchen nicht mitspiele und noch nie eine Dankbarkeitsliste geschrieben habe und es wahrscheinlich auch nie tun werde. Aber ist es nicht unheimlich wichtig, sich ständig daran zu erinnern, für was man alles dankbar sein kann? Ja und nein. Meistens fangen Menschen es so an. Sie nehmen einen Stift und Papier, setzen sich hin und denken darüber nach, für was sie alles dankbar sind. Und dann geht es fast immer um Dinge, für die sie dankbar sind. Für das Zuhause, für das Bett zu schlafen, Kleidung, Essen und so weiter. Vielleicht gehen manche sogar weiter und sind dankbar für die Familie, den Partner, und oder die Freunde. Und verstehe mich nicht falsch. Dies ist ein perfekter Anfang zu sehen, dass es eine Menge Dinge gibt, die nicht selbstverständlich sind und für die wir dankbar sein können. Und es zeigt uns, dass unser Leben gar nicht so schlecht ist, wie wir manchmal denken. Es ist der erste Schritt, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und es zieht dich heraus aus deinem täglichen Einerlei. Aber, und das betone ich ausdrücklich, es hat nichts mit der Dankbarkeit des Herzens zu tun. Es ist lediglich die Dankbarkeit des Verstandes. Ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, eine Dankbarkeitsliste zu schreiben, wenn du dich dazu berufen fühlst. Denn du kannst dabei wunderbar deine eigene Präsenz finden und dir klar werden, wie viel es wirklich gibt, wofür man dankbar sein kann. Die Dinge, für die ich von ganzem Herzen dankbar bin, werden wahrscheinlich nur in wenigen Listen auftauchen. Die Dinge, die mir am wunderbarsten und magischsten erscheinen, nehmen die meisten Menschen für selbstverständlich hin, ohne je zu bemerken, wie herrlich sie sind. Ich persönlich schere mich nicht viel um meine Schuhe, meine Kleidung, mein Auto und die meisten Sachen, von denen andere meinen, sie müssten dankbar dafür sein. Wenn ich keine Schuhe habe, würde ich eben barfuß gehen oder eine andere Lösung finden. Wenn es keine Kleidung gäbe, naja, dann wäre jeder nackt, nicht wahr? Und es würde normal sein. Es ist wunderbar, solche Sachen zu haben. Aber willst du dich tatsächlich über sie definieren lassen und dich damit identifizieren? Mit diesen Dingen, die so leicht ersetzt werden können? Was ist mit dem Staunen und der von Herzen gefühlten Dankbarkeit dafür, in einem Körper auf diesem Planeten leben zu können? Dieser verblüffende und wundersame Organismus, der ganz von alleine funktioniert, ohne dass du ständig daran denken musst, den nächsten Herzschlag oder Atemzug zu machen. Mit all den Organen, Knochen und Geweben, die einwandfrei zusammenarbeiten, wenn du sie lässt. Mit dieser wunderbaren Fähigkeit zur Regeneration, wenn sie nicht vom Verstand unterbunden wird. Was ist mit all diesen Wundern, die die Erde uns bietet? Diese wunderbaren Sonnenuntergänge, die du mit deinen Augen anschauen kannst. All diese beeindruckende, inspirierende Natur, die Tiere, Elemente, das Wetter und all die anderen Wunder der Erde, die da sind, damit wir sie bezeugen und viel wichtiger entdecken. Aus diesem Grund wurde der Körper zuerst geschaffen, damit wir auf Abenteuer gehen und in einer materiellen Form schöpferisch sein können. Was ist mit der Dankbarkeit des Herzens dafür, dass wir Gefühle fühlen können?
denn das wäre unmöglich ohne einen Körper. Dafür, dass wir mit anderen kommunizieren und miteinander Neues erschaffen können. Was ist mit der Dankbarkeit des Herzens dafür, dass man Luft atmen kann, die frisch ist und erfüllt mit Lichtpartikeln, die unseren Körper und unser wahres Selbst ernähren? Ich könnte noch lange mit solchen Dingen fortfahren. Unser Verstand nimmt dies alles für gegeben und normal, aber das ist nicht der Fall. Jeder Tag, den wir in einem Körper auf diesem Planeten verbringen, ist alleine schon ein Wunder und etwas, das uns in Staunen versetzen sollte. So wie ein Kind die Welt erfährt. Mit Dankbarkeit, die von Herzen kommt. Denn dies ist die Krönung der Schöpfung und wir sollten es von ganzem Herzen wertschätzen und genießen. Ohne unseren Körper und die materielle Welt könnten wir nur das Sein erfahren und hätten keine Möglichkeit, Gefühle zu haben und auszudrücken.